Guten Tag. Reportage. Die Arbeitswelt hat sich verändert. Seitdem wir den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 haben, möchten Chefs selbst für das Zusammenkehren von Rhinoceros-Fußnägeln nur noch Akademiker als Arbeitnehmer. Aber darum geht's nicht. Reden wir über die Jobs, die nicht im Blick der öffentlichen Wahrnehmung stehen, Betätigungsfelder, von denen niemand weiß. Niemand außer mir. Ich möchte Ihnen vom letzten Geheimnis der neuen Arbeitswelt berichten. Eine erschütternde Reportage mit nicht mal ansatzweise schönem Schluss. In der Lagerhalle unserer Firma steht ein riesiger Getränkeautomat. Eines Morgens warf ich Geld ein, drückte auf Kaffee und wartete. Nichts geschah. Ich schlug gegen den Automaten, drückte die Rückgabetaste, nichts passierte. Ich drosch erneut dagegen, dann vernahm ich Folgendes. Ich bin am Kacken in drei Teufels Namen. Wie bitte, sagte ich. Am Kacken, du kannst eine Hühnersuppe haben, da komme ich gerade dran. Ich hörte, wie Toilettenpapier von der Rolle gerissen wurde. In diesem Automaten war jemand. Ich lass das mit dem Kaffee, sagte ich. Nee, du bist einen verbindlichen Kaufvertrag eingegangen. Ich trete zurück. Iss nicht, es machte Schrung. Dann kam ein Becher. Kaffee röchelte hinein. Wie sind Sie da reingekommen, rief ich. Sag ich nicht. Gut, erwiderte ich, dann werde ich mal die Störungsnummer anrufen, die vorne am Gerät steht. Ich hörte eine Minute nichts, gefolgt von einem Seufzen. Dann erzählte mir der Mann im Automaten seine Geschichte. Gelegentlich liest man folgende Stellenausschreibung. Jobs auf Ölbohrinsel zu vergeben, Hammerverdienst. Das Vorstellungsgespräch findet stets bei laufendem Motor in einem Opel Omega statt, irgendwo am Straßenrand von Thüringen. Schade, schade, heißt es dann, der Bohrinseljob ist unlängst an eine alleinerziehende Mutter gegangen, aber man hätte da was Ähnliches. Mindestlohn garantiert, wäre aber ein bisschen beengt, das Ganze. Und so erklären sich dann finanziell klamme Menschen bereit, im Innern eines Getränkeautomaten zu leben, um im Dunkel Heißgetränke zuzubereiten. Im Automat befindet sich eine winzige Wohnzelle, Wasserkocher, Decke, Fix- und Foxy-Hefte. Angestellt aus den neuen Bundesländern empfinden die ungewohnte Umgebung zunächst als Bereicherung, aber auf lange Sicht als etwas reizarm. Der Mann sagte mir nie seinen Namen und doch wurden wir Freunde. Vielleicht lag es daran, dass wir uns alles sagen konnten. Er erzählte mir von seinen gescheiterten Geschäftsideen drüben im Osten. Er eröffnete einen T-Shirt-Druckladen auf dem Land und ein Jahr später musste er ein Shirt mit dem Aufdruck »Ich bin pleite« ins Fenster hängen. Paradoxerweise verkaufte er das 40.000 Mal. Er bezahlte davon seine Altschulden und war wieder blank. Dann sah er das Stellenangebot und ging in den Automaten. Ich erzählte ihm im Gegenzug von meinem Problem mit der arroganten Chefsekretärin und eines Morgens, als die Dame sich einen Kakao im Automaten ziehen wollte, baumelte stattdessen ein Penis aus dem Becherausgabeschacht. Die Frau rannte weg und rief mit rudernden Armen, da ist ein Penis im Becherausgabeschacht. Und in der Tat, da war ein Penis im Becherausgabeschacht. Das wirkte unsouverän und machte sich nicht gut in der Personalakte der Frau. Durch meinen Freund im Automaten eröffnete sich mir eine völlig neue Welt. Einmal schmuggelte ich etwas LSD durch den Münzschacht und mein Freund brachte es unter die Leute. Zwei Stunden später veranstalteten alle, die Hühnersuppe gehabt hatten, eine Weltmeisterschaft im Sackhüpfen, was von der Geschäftsleitung nicht gut aufgenommen wurde. Immerhin hielt sich unser Portier aufrecht. Obwohl er bis unter die Hutschnur mit Drogen zu sein musste, merkte man ihm wenig an, wenn er nicht gerade ans Telefon ging. Denn dann grüßte der Anrufer mit, Kaminski, guten Tag, Gott ist ein aufblasbarer Flamingo, was kann ich für Sie tun? Als einziger klar denkender Mensch machte ich im Unternehmen schnell Karriere. Denn ich schleuste immer häufiger harte Alkoholiker in die Maschine. An einem epochalen Dienstag bestand der Latte Macchiato zu 98% aus Echt-Stohnsdorfer. Und einer unserer Auslieferungsfahrer schaffte es bis auf CNN, als er versuchte, mit seinem Ford Transit auf der Achterbahn vom Phantasialand mitzufahren. Es misslang. Hatte aber einen gewissen Schauwert, schon wegen der Hubschrauber. Und dann, eines Tages kam kein Kaffee mehr. Die Maschine blieb stumm. Ich wusste, was das bedeutete. Nachts verfrachtete ich den Automat mit einem Hubwagen in einen Transporter, fuhr bis Zandvoort
grub ein tiefes Loch und beerdigte den kompletten Kasten tief im Sand. Der Mond schien und ich weinte. Dann hörte ich tief unter mir ein sehr, sehr dumpfes Hallo? Aber irgendwann ist auch mal gut. Ich habe ja gesagt, das Ende ist nicht schön. Dankeschön.